Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, dass wenn Sie im April diese Sendung zum Monatsspruch April sehen, dass dann dieser ganze Schnee verschwunden ist und das Wetter wieder schön warm ist. Eigentlich wollte ich diese Sendung auch im warmen Bibel-TV-Studio aufnehmen, nur die Redakteurin sagte mir, wenn ich den Monatsspruch anhand einer Wurzel erkläre, dann ist es auch gut, wenn im Bild eine Wurzel zu sehen ist. Und deswegen sitze ich hier, denn wir sind ja Fernsehen. Und das passt in der Tat hervorragend zu dem Text von Paulus, den er schreibt im Brief an die Kolosser Kapitel 2, 6 bis 7. Wenn ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Vor wenigen Wochen haben wir auf Bibel TV Pro Christ ausgestrahlt, wo auch viele Menschen zum Glauben gekommen sind oder im Glauben gestärkt wurden. Und auch Paulus schreibt hier im Monatsspruch an Menschen, die zum Glauben gekommen sind und macht sie darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, gut wie dieser Baum verwurzelt zu sein. So eine Wurzel hat ja zwei Funktionen. Zum einen versorgt sie die Pflanze oder den Baum mit Nährstoffen, mit Energie. Und zum anderen gibt so eine Wurzel Halt. Ein Baum ohne Wurzel fällt um. Und ein Christ ohne Wurzel in Christus fällt auch um. Und dann gibt es noch einen anderen Fall. Wenn die Wurzel früher gewachsen ist, als der Baum noch jung und kräftig war und die Wurzel dann den Baum mit Nährstoffen und Energie versorgt hat, aber die Wurzel mittlerweile angedorrt und abgestorben ist, dann wird aus dem ehemals lebendigen Baum, obwohl er immer noch dasteht, ein toter Baum. Und wenn aus einem Glauben an Gott nur noch eine Erinnerung an Gott wird, dann wird aus einem ehemals lebendigen Glauben ein toter Glaube. Fest verwurzelt zu sein bedeutet, eine lebendige Wurzel zu haben, durch die Nährstoffe, durch die gutes Wasser uns zufließt. Gottes Wort ist solche Nahrung für uns. Das heißt, durch das Bibellesen oder im Gespräch mit Gott, im Gebet, haben wir einen gesunden geistlichen Stoffwechsel. Und auch Bibel-TV will uns durch gute geistliche Nährstoffe inspirieren. Und zum Schluss erinnert uns der Apostel, seid dankbar. Dankbar, dass wir ihn kennenlernen dürften. Und dankbar für die vielen kleinen Segnungen, mit denen er uns im Alltag beschenkt. Sind sie Ihnen heute aufgefallen? Ein sehr schöner Monatsspruch. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und seid in ihm fest verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar dafür. Fest verwurzelt zu sein. Eine Wurzel kann die Gemeinde sein. Eine die Bibel. Eine das Gebet. Wurzeln, über die wir Nährstoffe aufnehmen, mehr von Gott erfahren und immer fester im Glauben verwurzelt sind. Und dafür dankbar sein. Daran möchte uns der Monatsspruch April erinnern. Gottes Segen Ihnen.